Es passiert jetzt überall. Man hätte das Ganze als Regierung natürlich abfedern können, indem man versucht hätte, die Preise klein zu halten, indem man gewisse Sachen fördert, in gewisse Sachen da mehr reinbuttert als in andere Geschichten. Aber nein, man hat einfach diesen Klimabonus rausgeworfen, hat gesagt, Naja, gut. das war's jetzt. Und stellt sich dann aber auch, muss man dazu sagen, stellt sich dann ins Parlament. Angela Baumgartner, erläutert, ist auch Bürgermeisterin worden, steht daher auch mit in von der Gemeinde Sulz im Weinviertel, ÖVP, ist nun an Bord. Unter anderem und sagt, diese Preiserhöhung ist ja nur gefühlt. Die Leute haben das Gefühl, dass sie sich gewisse Sachen nicht mehr leisten können, dass sie den Alltag nicht mehr leisten können. Ich verstehe dieses Gefühl, weil wir von einem hohen Wohlstandsniveau ausgehen. Aber warum haben wir dieses Gefühl, dass wir uns bestimmte Sachen nicht leisten können? Dank Ihnen, liebe Opposition, weil Sie nur Hetze betreiben und nur ungute Stimmung betreiben. Und es ist wirklich sehr demokratiegefährdend. Das muss ich Ihnen schon sagen. Ja, die Aussage wäre auch gehört. War großartig, ja. Ja. Dass es von der FPÖ nur die Hetze ist, was Ja. nur. Das war ja Wahlwerbung quasi, ja. Es ist eine Anti-Werbung für die ÖVP und die FPÖ sagt, das wird alles teurer und das ist ja gar nicht so. Das ist ja nur gefühlt. Nee, ist ja klar, wenn du die Taschen voll Geld hast, merkst du es nicht, dass die Milch ein bisschen teurer wird, weißt? Nein. Und wenn du nicht aufs Konto schauen musst, fällt dir wahrscheinlich auch gar nicht auf, dass du diesen Winter mehr Gas zahlst oder Heizung zahlst. Weißt, das fällt dir einfach nicht auf. Aber allein die Idee zu bringen, zu sagen, das ist nur ein Konstrukt von der Opposition, die jetzt da auf Neuwahlen schielt, ich meine, Entschuldigung, das ist einfach so geil, wo man denkt, so, die Opposition hat mir nicht die Gasrechnung oder die Heizrechnung geschickt, weißt, oder die Stromrechnung. Das waren die nicht. Ja, das war schon wer andere. Und außerdem wird der Klimabonus ja dann aber auch keinen Sinn machen, wenn es nicht so wäre. Dann Natürlich. hätten sie die 500 Euro umsonst auszahlt. Ich meine, gut, haben sie eh, weil die Menschen eh nicht viel damit anfangen können, aber dann wäre das ja eine blöde Idee gewesen. Sie hätten ja sowieso, ich meine, das war sowieso im Regierungsprogramm drinnen, dass sie die Hälfte, also 250 Euro pro Person, sowieso ausgezahlt hätten, wegen diesen 9 Cent auf den Sprit. Ah ja, sicher. Das haben wir schon Deswegen wieder heißt es ja vergessen. Klimabonus. Deswegen heißt es ja Und nicht Klimabonus. Propellergeld oder keine Ahnung, wie man es nennen könnte sonst. Aber das Problem ist halt, das Kartenhaus bricht natürlich zusammen, wenn du auf der einen Seite in der Regierung ein Klimaticket an den Mann und an die Frau bringst und dann die ÖBB streikt. Ich meine, wie soll das funktionieren? Aber das ist schon Umweltschutz auch, gell? Also so ein Streik. Wenn die ÖBB nicht fährt, dann der Einzelhandel zu hat, was der kauft man weniger Plastik, weniger CO2. Vielleicht sollte man den ganzen Advent einmal zusperren, hä? Huh? Ein ja. Lockdown. Wie eine Insel, wo rundherum Wasser ist und keiner kann mir helfen. Halt einfach die Pappen. Lassen wir das. Nächstes Thema, bitte. Der Thomas ist unser internationaler Botschafter des Galgenhumors. Nein, ich habe mir kurz darüber nachgedacht, ob es wegen der Umwelt einfach, weißt du, keiner denkt an die Umwelt. Nein, ja, sondern nur ans CO2, der Krieg gegen den Klimawandel. Und ich denke mir, es müsste sowieso mehr auf Umweltschutz geschaut werden, statt Kampf gegen den Klimawandel. Ja, aber Lockdown, wie gesagt, wer will das, gell? Moralisch hin oder her, bevor ich im Lockdown sitze, geh lieber einen Glühwein trinken. Ja. Auch wenn ich nicht gern dort bin dann, aber lieber als eingesperrt sein. It was an unbound problem. How serious is this? No one knows. So it's an apocalypse, right? It's a new apocalypse. What do we do about that? Everything we can. Lock everyone down. It's like, oh, we better lock everyone down. Brilliant. You know, have you looked at the death tolls in Sweden during the pandemic? They're among the lowest in the European Union. Oh, hallo! Wir sind die Jungs von Nullpunkt und ihr habt euch gerade einen Clip von Alles Gute Österreich angeschaut. Wenn ihr die ganze Sendung sehen wollt, dann klickt jetzt am besten hier hin. Und wenn ihr wissen wollt, was wir sonst noch so machen, dann klickt am besten dahin. Da ist unser Kanal. Hey, und wenn schon am Kanal seid, könnt ihr ein Abo da lassen, ein Like, ein Kommentar. Und über eine Spende würden wir uns sehr freuen. Danke! Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.